Als erster zu Wort gemeldet, Herr Abgeordneter Josef Muchitsch, bitte. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, ich darf zum Tagesordnungspunkt 28 und 29, Erhöhung der Sonderpensionen, Luxuspensionen, sprechen. Und ich lade Sie ein, erinnern wir uns, Sie von ÖVP und Grüne haben die Anpassung der Luxuspensionen im letzten Plenum aus der Pensionsanpassung herausgenommen, weil Ihnen damals im letzten Plenum die Zweidrittelmehrheit gefehlt hat. Heute versuchen Sie es mittels eines Initiativantrages wieder. Sie wollen nach wie vor die Luxuspensionen mit mindestens 1,8% erhöhen. Bei einer Pension von 10.000 Euro und 1,8% ist das eine Erhöhung von 180 Euro pro Monat. Und ich erinnere Sie, die ASVG-Durchschnittspension beträgt 28 Euro pro Monat. Und das passt nicht zusammen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das passt einfach nicht zusammen in einer Zeit, wo Menschen von kleinen und mittleren Einkommen es nicht verstehen, warum sie hier das Tor für noch höhere Luxuspensionen aufmachen. In einer Zeit der Pandemie, wo viele nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Und wir als SPÖ wollen wie im Vorjahr von Ihnen, ÖVP und Grüne, und Sie erinnern sich, im Vorjahr ist es gelungen, hier gemeinsam eine Begrenzung der Luxuspensionen angepasst an die maximale Erhöhung der ASVG-Pensionen zu beschließen. Das wollen wir auch heuer tun. Und das wären maximal 66 Euro im Monat. Wir werden dazu einen Abänderungsantrag einbringen. Sie haben also die Möglichkeit, als Regierungsparteien mit uns gemeinsam wie im Vorjahr einen Deckel bei den Luxuspensionen von maximal 66 Euro zu beschließen. Ich stelle daher folgenden Abänderungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Genossinnen und Genossen, gemäß 1237 der Beilagen. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen, der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert. § 7, 59 Absatz 8 lautet wie folgt. Die Anpassung für das Kalenderjahr 2022 von Leistungen, die vom Sonderpensionsbegrenzungsgesetz Bundesgesetzplatz Römisch 1 Nummer 46-214 erfasst sind, darf die Erhöhung nach Absatz 1 maximal aber 66 Euro unter Heranziehung des Gesamtpensionseinkommens Absatz 2 nicht überschreiten. Umfasst sind jedenfalls jene auf landesgesetzlichen Regelungen basierenden Leistungen, für die nach § 10 Absatz 6 Bezüge Begrenzungs Bundesverfassungsgesetz Bundesgesetzplatz Römisch 1 Nummer 64-1997 eine Befugnis zur Festlegung eines Sicherungsbeitrages besteht. Ich möchte auch noch kurz Stellung nehmen zum Antrag der Frau Abgeordneten Belakovic, die hier einen Inflationsausgleich mit einer Erhöhung von 3,7% für alle ASVG-Höchstpensionen eingebracht hat. Hier möchte ich auf unseren Antrag verweisen, wo wir eine langsamere Abflachung der Pensionserhöhung von 3% auf 1,8% nicht bis 1.300, sondern bis 2.000 Euro gefordert haben und zusätzlich einen Heizkostenzuschuss und einen Teuerungsausgleich von insgesamt 400 Euro gefordert haben. Das würde kleine und mittlere Pensionen finanziell stärker erhöhen als der Vorschlag der Freiheitlichen. Abschließend appelliere ich noch einmal an ÖVP und Grüne, unseren Abänderungsantrag mit einer Deckelung bei den Luxuspensionen von maximal 66 Euro zuzustimmen. 180 Euro mehr pro Monat für Luxuspensionen, das würde in dieser Zeit einfach fehl am Platz sein. Daher spricht sich die SPÖ für eine Deckelung bei Luxuspensionen aus.